Hey Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Und zwar habe ich mir jetzt Kristalla mal vorgenommen, so als Zwischendurch-Let's Play, sage ich mal. Wir spielen hier eine Miezekatze. Ich hatte dazu ja schon mal ein Demo gespielt, das ist aber schon eine Weile her. Ich habe dieses Spiel ja in Kickstarter unterstützt. Und deswegen für den Early Access hier dieses Spiels einen Key bekommen. Meine Katze scheint gelangweilt zu sein hier. Wir sind in der Welt Ailur. Die ist mit irgendeinem Fluch belegt. Wir sollen den Fluch natürlich irgendwie aufheben hier. Und gleichzeitig sollen wir 6 Prüfungen bestehen, um in die Raxala-Krieger-Truppe mit aufgenommen zu werden. Wir kämpfen mit Magie, mit allen möglichen anderen Waffen, Schwertern etc. Ich habe jetzt hier nur so Klauen im Moment, weil ich mir eine Magie-Klasse ausgewählt habe. Ich hoffe, auf meiner Reise dann hier noch ein paar andere Waffen zu finden. Ich habe schon mal ein bisschen reingespielt mit dem anderen Charakter. Das Tutorial hier ist ziemlich nervig, also das poppt gefühlt alle 2 Sekunden hier irgendwo auf. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie abschalten kann. Ich kann mal gucken, ob irgendwo in den Standardeinstellungen da irgendwas drin ist. Sage jetzt Toggle Sprint, nee, sehe ich jetzt hier nichts. Keine Ahnung. Okay, dann müssen wir halt da jetzt erstmal durch. Die Steuerung ist aber eigentlich eine Standardsteuerung. Also mit der rechten Schultertaste macht man hier leichte Angriffe, mit der rechten Taste schwere. Genau, so. Oder mit dem rechten Trigger, besser gesagt. Und wenn ich... Also ich habe noch keine Spells. Na egal, gut. Werden wir alles noch lernen. Jetzt reden wir hier erstmal mit diesem Löwen, Katze, keine Ahnung. Der würde uns jetzt wahrscheinlich irgendwas zu unserer Mission erzählen. Ja, ich bin Atreus Stone, Leader of the Raxala. Und du? Ah, yes, yes. The new initiate. You must be from somewhere. Welcome. Before you, I bear a legendary task, set forth in days of yore. To become Raxala, you must first embark journey to each of the 6 clans. Stand, such is your... I've arranged for a ranger to work, though it seems he had... You might seek him out westward at his... He goes by the name Dibar. Return for your first safe travels, Raxala. Okay, also habe ich Raxala-Krieger, Raxala-Krieger natürlich heißen die. Habe ich irgendwie falsche Erinnerung gehabt. Wir sollen hier irgendeinen Begleiter bekommen, der ist aber noch nicht da. Der hat sich irgendwie verspätet. Chris. Genau, also Chris ist die Währung hier. Dass man hier übrigens so springt nach jedem Tutorial, ist noch ein Fehler. Habe ich in den Patchnotes gelesen. So, hier gibt's... ja. Das finde ich ein bisschen schade, dass einem hier alles erzählt wird. Es ist furchtbar. Das hier sind unsere Checkpunkte. Das sind so Kristalle. Da können wir unsere Stats upgraden. Wir haben natürlich hier noch keine... Währung oder ja, Chris heißen die hier, mit denen wir uns upgraden könnten. Deswegen können wir hier nicht viel machen. Wir können jetzt nur gucken, was es so an Fähigkeiten überhaupt gibt. Also ja, Leben und Ausdauer, das ist, glaube ich, ziemlich selbsterklärend. Dann haben wir hier Willpower, also der Willen, das ist die Stärke der Spells, können wir hier ja, hochleveln.
Cast Spells und Governs Your Mana. Also damit erhöhen wir auch unser Mana, mit dem wir dann die Spells losschicken können. Dann haben wir hier Stärke und Finesse ist hier, vermute ich mal, Geschicklichkeit. Und dann gibt es zwei Sorten von Magie. Ups, also einmal eine helle Magie und eine dunkle Magie. Jetzt mal so salopp übersetzt, soweit ich das mitbekommen habe. Und wir können dann hier auch noch in einem Spelltree diese Magien, die wir hier bekommen, offensichtlich mit Chris-Perlen aufleveln. Habe ich jetzt natürlich noch nichts. Und hier ist unser Shop, in dem wir Gebrauchs- oder Verbrauchsgegenstände kaufen können. Finde ich auch recht praktisch, dass man das an jedem Checkpunkt machen kann. Man sieht hier schon Feline Tree, also Katzenbaum. Der ist noch nicht aktiviert hier und Preparation auch noch nicht. Also was hinter diesen Menüpunkten dann kommen soll, weiß ich nicht. Und wir können an so einem Checkpunkt natürlich dann auch reisen. So, Mana füllen wir übrigens durch Nahkampfgriffe auf. Natürlich nicht, wenn wir hier irgendwelche, also es ist echt nervig hier, wenn wir irgendwelche Gegner besiegen, die gar keine Gegner sind, also die gar nicht leben, dann kriegt man natürlich nichts. Und wenn die Malerleiste voll gefüllt ist, ich kann natürlich, hier kann ich was, ich kann auch gar nichts, wieso habe ich gar keinen Zauber ausgerüstet? Okay, muss ich gleich mal gucken. Okay. Ja, ausweichen kann man natürlich auch. Also am Anfang finde ich das Tutorial ein bisschen sehr überfrachtet und nervig, aber ich habe überhaupt keinen Spell ausgerüstet da unten. Sollte ich vielleicht mal tun. Kann ich das irgendwie? Consumables, Weapons. Vielleicht hier in dem... Also mit dem anderen Charakter hat er das irgendwie selber ausgerüstet. Das war irgendwie ein bisschen... Ich suche jetzt gerade mal ein bisschen, schneide das dann raus, weil das ist jetzt echt blöd hier, dass ich... Okay, ich hatte mir den Spell doch kaufen müssen. Habe ich irgendwie übersehen hier. Mit so einer Chris-Perle. Den habe ich jetzt mal ausgerüstet. Kann man gleich mal ausprobieren. Der geht auch auf mehrere Gegner, was ziemlich nice ist. Man hatte da ein paar zur Auswahl. Aber ich vermute mal, dass ich hier im Laufe des Spiels noch mehr von diesen Perlen bekomme. Schau ich mal. Genau, das ist, war jetzt eine Weapon Art, die ich hier habe. Also irgendwie... Was habe ich jetzt hier bekommen? Keine Ahnung. Irgendein Verbrauchsgegenstand. Diese Weapon Arts. Die verbrauchen auch Mana. Sind aber auch sehr cool. Also auch mit den diesen Krallen, die ich hier habe, die ich eigentlich nicht so mag, weil ich da so nah an den Gegner ran muss. Irgendwas machen hier? So ein Kristall? Egal, ich spring mal hier irgendwie hoch. Wenn ich nicht runterfalle, lasse ich das jetzt erstmal. Wir müssen ja irgendwo weiterkommen. Was haben wir denn hier? Miezekatze?
Ah, das ist ein Geist, der jetzt zu mir spricht. Okay. The bones of Rattle Man's. Kriegen wir wahrscheinlich noch irgendwelche Hintergrundinfos erzählt. Ich habe jetzt einen Verbrauchsgegenstand bekommen. Da gucken wir jetzt gerade mal. Das hier ist Crystal Dust. Genau, da kriegen wir Chris, wenn wir das verwenden. Also wenn uns da was fehlt zum Aufleveln. Und hier haben wir einen Verbrauchsgegenstand, mit dem wir Mana wiederherstellen können. Den rüste ich jetzt mal aus. Und zwar hier. Achso, hier. Ja, so. Anfangs habe ich hier 2 Mana-Ladungen und 5 Gesundheitsladungen. Die füllen sich wieder auf. Mit der Zeit. Nee, nicht Quatsch, mit der Zeit. Wenn ich in einem Checkpoint raste, so war das. So, ja, laufe ich auf einen. Kann ich über Seile? Wahrscheinlich kann ich da gar nicht rüberspringen, deswegen muss ich hier ein Seil. Ups, nee, ich will hier hoch an dieses Seil. Hallo! Okay, die Animationen sind ja auch ganz witzig. Lightroom, also ein Leuchtpilz, kann ich hier die Gegend erhellen. So. Corruption, also Fäulnis oder was auch immer das ist. Kann tödlich sein, wenn ich zu nah dran bin. Und um das wegzumachen, muss ich die Quelle bekämpfen. Das ist wohl dieser Blobs hier. Komme ich hier weiter? Okay. Bin ins Wasser gefallen. Aber das finde ich jetzt auch nicht schlecht. Also wenn ich jetzt hier aus lauter Blödheit irgendwie sterbe, dann verliere ich zwar nur Leben, wäre aber nicht an den Checkpoint zurückgesetzt. Also das finde ich nice. So, jetzt versuche ich da mal... Muss ich da nochmal hüpfen? Wahrscheinlich. Ach. Hey, ich bin doch doof. Nein, das ging doch schon mal. Mann, Mann, Mann. Ich sehe mich schon hier. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich. Okay, gut. Das war jetzt irgendwie... nicht so doll. Okay, aber wir können so Wandsprünge machen. Bin ich auch runtergefallen und es... ruckelt immer noch. Ist es auch zugewachsen? Bin ich jetzt in die verkehrte Richtung gesprungen? Nee, ging schon. Ich stelle mich aber auch wieder hier. Also bei meinem ersten Versuch hier ging das irgendwie besser. Aber egal. Ging ja schon hin. Nee, kriegen wir nicht hin. Oh Mann, Mann, Mann. Hier ruckelt das Spiel. Okay, jetzt bin ich drüben. Also irgendwie stelle ich mich heute doof. Das sind irgendwelche Ratten. Guckt euch das mal an. Ja, irgendwie eklig.
So, hier ist jetzt irgendwie zu. Hier vergiftet. Muss ich da oben drüber? Okay. Was? Können wir hier aufmachen? Haben wir schon mal... Naja, gut, Shortcut will ich jetzt hier nicht sagen. Aber ein Tor geöffnet. So. Weapons. Wir haben eine Waffe bekommen. Was haben wir denn hier Schönes bekommen? Training Claws. Bone Steel Claws. Die habe ich ausgerüstet. Kann ich irgendwie Waffen wechseln? Ah, nee. Da wollte ich das nicht. Wie wechsle ich denn Waffen? Keine Ahnung. Da wird mir alles Mögliche erzählt, aber wie ich Waffen wechsle, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Egal, ich werde es schon noch rausfinden. So. Blocken können wir auch, aber ich habe natürlich jetzt kein... Schild, weil ich die Waffe nicht auswählen kann. Mann. Ja, dann tue ich jetzt mal das hier da rein. Okay, gut. Vielleicht finde ich noch... Finde ich noch irgendwas. So, wir haben eine Münze bekommen. Hier haben wir jetzt irgendwas, ne? Aber irgendwie nicht... Irgendeine Rüstung haben wir bekommen, aber irgendwie... eine Hose. Switch Detail. Okay, die ist besser. Wiegt aber mehr. Okay. Aber Physical Defense hat die auch keine. Also wenn mir da einer einen zu überbrät. Okay, habe ich die jetzt an? Nee, habe ich nicht, offensichtlich. Ah. So. Wir wirken jetzt mal ein Spell. Oh, der ist unbeeindruckt hier. Das ist echt nervig. Also bei dem Tutorial haben sie ein bisschen übertrieben, finde ich. Aber das gibt sich dann. So. Also diese Finishing-Animationen sind schon ziemlich cool. So, da ist jetzt was drin. Wie kommen wir denn da rein? Mit Mana, genau, da können wir Powerful Abilities. Wenn man treffen würde, wäre es nicht schlecht. Oh mein Gott. Hi. Da muss man schon ziemlich nah dran sein. Also ich bin jetzt echt überrascht. Und sneaky, sneaky anschleichen können wir uns auch.
was ja meine Favorite-Vorgehensweise ist. Hat jetzt nicht so gut geklappt, aber egal. So, hier gibt es noch irgendwie ein Hütchen. Vielleicht irgendwas drin. Okay. Geht nicht von dieser Seite. Dann kriechen wir hier mal ein bisschen. Ah, das sind Verbrauchsgegenstände, die Leben wiederherstellen. Die Münzen weiß ich noch gar nicht, wofür man die braucht. Also es wird dann irgendwie wohl eine Art Schmiede geben, wo man Waffen verbessern kann. Aber jetzt tue ich mir erstmal... die hier da rein. Ja, wie kann ich noch was reintun? Was ist denn das? Bockgrock. Heilt Gift. Okay. Oder hat einer eine Knarre? Was ziemlich doof ist. Okay. Ein Problem. So, hier kann man irgendwie klettern. Ja, ich weiß. Und ich kann Luftangriffe. Lunge Attacks kann ich starten hier. So. Dann machen wir hier mal den Durchgang frei. Jetzt kriegst du Level up, ja. Wenn wir denn schon was hochleveln? Offensichtlich ein bisschen was. Ausdauer. Ich werde mal das Leben eins hochleveln. Kann ich noch mal? Nee, oder? Hä? Meine Power Spells? Nee. Das ist ein bisschen unübersichtlich hier. Ich sehe nicht so richtig. Also ich habe jetzt 523 und brauche 630. Sehe ich das richtig? Wahrscheinlich. Okay. Vorne steht jemand. If it isn't another initiate, skulking my way like a what? Brilliant. Presumptuous, are we not? Very well. I am Prada Loon, Leumanan Scribe. To what do I owe this interruption? Atreus Stone? That bumbling fossil. He could not hold a candle to the archivists of you. Perchance, are you familiar with the celestial folio of chronic... No, I skip. My tutor wishes me to acquire for him 5 particular scrolls, long ago loaned to the libraries of the late magistrate Rayla, and the scrolls lie just beyond this gate, somewhere in her magistrate's mounds. Given your apparent talent for impertinence, you might do for me this simple task. In return, I offer payment, as well as knowledge. That is, if you contain the proclivity for complex... So, jetzt haben wir eine Nebenquest bekommen. Wir sollen 5 Schriftrollen sammeln hier drin. Hier kommen wir natürlich nicht durch. Deswegen gehen wir... hier entlang. Da ist jetzt in den Hütten wahrscheinlich
Sind da tolle Sachen drin, vermute ich jetzt mal. Münzen? Aber ich glaube, man kann auch über die Dächer hüpfen. Aber ich denke, es empfiehlt sich erstmal hier alles so ein bisschen zu durchsuchen. Aber der hat das geblockt. Man kann hier irgendwie auch parieren, aber ich bin ja hier nicht so der Pariermeister. Ist hier irgendwie was drin oder nicht? Da komme ich gar nicht hoch. Ich gehe mal hier hoch. Vielleicht kann ich hier rüberspringen. Kann ich hier rüberspringen? Dürr! Das wollte ich nicht. Ah, egal, ich wollte ja hier ein bisschen durchsuchen. Crystal Dust. So. Kommt nicht rein. Ah, vielleicht kann man da ein paar von oben irgendwie wegschnatzen. Das geht ja mal ein bisschen besser. So. Ach, da ist einer mit dem Gewehr. Unangenehm. Aber das Spellcasting, das dauert auch ganz schön. Na, wieso konnte ich den jetzt hier nicht anvisieren? Oh! Die Jump Attack hier oder die Lunge Attack hat jetzt irgendwie nicht so gut funktioniert. Egal. Ist hier noch irgendwas drin? Nee. Hier auch irgendwie nichts, oder? Oder geht noch eine Treppe hoch vielleicht? Noch was gegen Gift. Also, die haben in der Beschreibung des Spiels auch gesagt, das wäre so ein bisschen Sekiro-like, also dass man die Haltung des Gegners hier durchbrechen muss irgendwie. Sieht man ja auch an den zwei Balken. Einmal Gesundheitsbalken und einmal nicht hoch. Und dann dem Haltungsbalken. Das ist, glaube ich, ungeschickt, wenn ich hier runterhüpfe. Genau, und dann schießen die auf mich. Ah, oh, und jetzt laufe ich noch in dieses Zeug hier rein. So, den auch noch. Weiter geht's. Bisschen Lebenskraft kriegen wir hier. Jetzt habe ich die Übersicht hier verloren, echt. Locked from the other side. Das heißt, wir müssen wieder irgendwie anders hier rein. Von oben? Durchs Dach? Jo, das sieht doch gut aus. Okay, jetzt mal hier mal durch. Ich
Oh, der sieht mir irgendwie... Oh! Ich bin vergiftet. Wieso bin ich... Oh mein Gott. Ich hätte das einpacken sollen hier. Ah! Oh Gott. Okay. Lock from the other side. Und hier komme ich auch nicht hoch. Okay, gut. Ah! Gottes Willen. Ah. Hier oben war ja nix. Aber man kommt hier rein. Die Steuerung ist schon so ein bisschen schwurbelig, muss ich sagen. Also, was heißt schwurbelig? Ein bisschen zackig. Da wird mir gleich ganz anders. Also, vielleicht muss ich die... Kameraschnelligkeit hier noch ein bisschen anders einstellen. Ich dachte damit... stelle ich Mana wieder her, dachte ich. Okay, dann muss ich das hier nehmen. Wieso stelle ich da kein Mana wieder her? Ne? Das ist jetzt ein bisschen komisch, dachte ich. Greatly restore Mana. Hm. Hat's aber nicht. Vielleicht noch ein Fehler. Gut, ist ja noch Early Access, also... Okay, also hier ist nix. Und rausgucken hier auch nicht. Okay. Gut. Da komme ich auch nicht dran, ohne dass ich hier das irgendwie zerstöre. Die Quelle. Also ich habe jetzt echt keine Ahnung, wo ich schon überall drin war und wo noch nicht. Also gut, ich gehe jetzt erstmal hier ein bisschen mal schauen, wo ich dieses Ding hier kaputt kriege. Das geblockt. Ach, Mist. Dann muss ich irgendwie oben drüber wahrscheinlich. Ah, schon wieder. Chance verpasst. Ah. Ah, ich bin nicht schnell genug, ich sehe das schon. Das ist echt doof. Available in Full Game. Also hier geht es wohl zu irgendeinem anderen Bereich, den ich hier nicht kriege. In diesem. In diesem Early Access. Der Early... Oh, da ist er. Irgendwie ein... gefährlicher Gegner wieder da hinten. Ich schleiche mich mal an. Oh, der hat mich gesehen. Mist. Okay.
kommt hier nicht hoch. Oh. Kann ich das hier damit auch abschießen? Nee, irgendwie nicht. Wahrscheinlich ist der, wenn man gescheit blocken kann, gar nicht so schwer. Oh, ich sollte mich mal heilen. Oh mein Gott. Heil dich. Jetzt sitze ich hier auf diesem... Heil dich. Oh mein Gott. Oh, da waren zwei von denen. Oh, und einer hier mit Kettensägen. Ich glaube, ich spinne. Okay, wir sind wieder zurück an unserem Checkpunkt. Also die Ladebildschirme hier sind schon ziemlich lang. Ich könnte natürlich die ganzen Gegner jetzt hier wieder wegschnatzen und mit ein paar Chris-Pünktchen wiederholen, aber ich wollte da oben hin. Mist. Oh Gott, nein, nein, nein. Das wollte ich jetzt nicht. Mist! Irgendwie funktioniert das dann teilweise doch nicht so, wie ich wollte. So, da oben ist hier mein Geist. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich bin tot. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Mann. Okay. Dann müssen wir da doch ein bisschen vorsichtiger durchgehen. Besser gesagt, ein paar Gegner wegschnatzen. Weil sonst werden das zu viele. Ich habe auch keine Ahnung. Na, hüpf mal hier hoch. Ich habe auch keine Ahnung, ob die einem lange hinterherrennen, ganz ehrlich. Ah! Der kann doch mit seiner Narre hier auch noch stechen. Gleiche Mal. Ach, das sind hier zwei. Wie kann ich denn eigentlich parieren? Oder muss ich da in der zum richtigen Zeitpunkt mein Schild hochreißen. Achso, jetzt muss ich hier... Ich glaube, ich gehe am besten oben rum. Wenn ich außen rum gehe, habe ich dann wieder so viele Typen hier. Ach, der läuft darüber und dem macht das Gift nichts. Na toll. Hey, ich blocke hier. Hallo. Bin. So. Hier war doch jetzt irgendwie hohes Gras. Genau. Dann werde ich mich mehr hier durch lavieren. Oh, da vorne ist der Typ mit den Kettensägen. Ja, den habe ich natürlich...
Ja, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Wo bin ich denn eigentlich gestorben? Hier, okay. Boah, der schaut ja heftig aus. Kann ich den mit einem Schlag von hinten? Kriege ich den vielleicht? Von hinten? Man kann hier Kettenangriffe machen, das ist sehr nice. Okay, jetzt wollte ich aber natürlich hier unten, was hier noch, zerstören. Genau, du kommst jetzt hierher und dann können wir dich hier gleich... so jetzt nicht. So, jetzt haben wir das hier zumindest schon weg. Komm ich hier rein? Nichts zum Looten? Oh doch, hier. Ja, das seid. Wer hat's gedacht? So, da kommen wir mal rüber. Genau. Wir bekommen alles Mögliche hier. So, dann. War doch hier irgendwas, was man vorher nicht looten konnte. Forgotten Favor. Das hat aber irgendwie ja nicht so wirklich funktioniert. Vielleicht ist es noch ein Bug. Keine Ahnung. Find the key to open the gate haben wir als Ziel hier. Und dann sollen wir natürlich 5 Schriftrollen finden. Tiger's Eye. Was haben wir denn da Schönes? Tiger's Eye ist kein Verbrauchsgegenstand. Was ist denn das hier für den Katzenkopf? For an exchange for a safe passage to an Elaria font. Da kommen wir wieder zurück zu unserem Kristall, oder? Mit dem Ding. Crafting? Tiger's Eye. Ah, da können wir den Katzenbaum öffnen oder irgendwas hochleveln. Aber der war ja irgendwie ausgegraut. Konnte man ja gar nichts machen. Sieht mir gefährlich aus. Ich wollte eigentlich erstmal woanders lang. Und hier haben wir eine Statue. Da komme ich wieder zurück, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt völlig die Richtung verloren. So ein kleiner Kompass wäre schon nicht schlecht. Da oben liegt irgendwie ein interessantes Item.
Ich gehe mal hier ein bisschen weiter. Ich geh mal da durch. Hallo. Was ist denn das jetzt wieder? Ja, so ganz funktioniert es. Noch nicht hier. So. Ich wollte eigentlich da oben rauf auf die Brücke. Wie komme ich denn da hoch? Keine Ahnung. Ist der nicht eben noch da rumgelaufen? Sitzt der da und trinkt sich ein? Meine Güte, okay. Okay. Nein. Ey, wieso der mich hier? Hey, ich blocke. Was ist denn das? Also das habe ich irgendwie noch nicht so... raus hier. Ich block mir hier einen Wolf und irgendwie funktioniert nichts. Hat der mich jetzt gesehen? Egal, ob er mich gesehen hat, er ist tot. So. Wir sind hier in dem Vor. Vielleicht finden wir hier irgendwie den Schlüssel für das Vor. Also ich nehme an, wir sind hier. Die Baal. Das war eigentlich der Begleiter, der mir hätte hier zur Seite stehen sollen und nicht da ist. Da ist ein großer Gegner. Uah. Oh, hat er mich getroffen? Das. Wir schleichen weiter. Sneaky, sneaky. Wie hat er mich denn gesehen? Ich bin doch hier geschlichen. Oh, oh, shit, shit, shit. Das war ungünstig. Das war ungünstig. Ich wollte hier oben rauf. Vielleicht schaffe ich das hier so. Ich hoffe, da hinten hätte ich jetzt was. Nee, ich habe nur... Oh Gott. Ich dachte, da war jetzt der Schlüssel, aber vielleicht muss ich diesen fetten Gegner besiegen da. Aber das mache ich dann in der nächsten Folge. Vielleicht laufe ich noch mal... zum Checkpoint zurück und level ein bisschen. Ich habe ja jetzt mittlerweile, weiß nicht, 1556 Chris. Sollte für ein Level-Up ausreichen. Genau. Und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Die einzelnen Episoden hier oder die einzelnen Missionen, sag ich mal, sollen zwischen 4 und 12 Stunden sein und soweit ich jetzt weiß, ist hier erst die erste freigeschaltet. Können wir also noch ein paar Folgen vielleicht machen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch vorbeischaut. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.